Hallo und herzlich willkommen zum Community Let's Play 4 mit mir. Ich bin Puck und wir sind Ragnar vom Wikingerland. Und wir räumen hier gerade mundherst die Gegner auf. In dem Fall Zara Jakob, der einzig uns bekannte Gegner. So, ich habe ja auch schon mit wunderschönen Strichen und Pfeilen grob dargestellt, was ich vorhabe. Erstmal Festland aufrollen und dann halt Inselspringen betreiben. Genau. Söchen mit Öchen. Dann wollen wir erstmal diese Runde beenden. Ist ja auch sehr schlau von ihm, dass er den Bautrupp da oben wegzieht, nicht? So, haben wir uns den noch erstmal gesichert, da hier kein Gegner mehr in der Nähe ist, muss ich die auch nicht gesondert schützen. So, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Gegner hier unten noch Wunder wie viele Einheiten hat. Ich nehme mal dich. Das heißt, hier hat er auch keine Stadt, keinen Übergang mehr. Sehr schön. Das heißt, hier hat er keine Einheiten mehr, mit denen er mir gefährlich werden kann. Stelle ich den noch ab für die Verteidigung von Axum. Das sollte reichen fürs Erste und den Rest kann man erstmal wieder zurückziehen. So, damit sind wir auch schon wieder in Gondar. Das würde nicht viel Hämmer geben, das würde zumindest... Wie viel wird das denn kosten? Pop 3, dann würde ich auf Pop 4 runter. Und kann jetzt noch, zack, die dahinterher setzen. Und habe dann dadurch quasi Kultur, etwas mehr Nahrung durch die, durchs Meer und... Danach auch einen guten Überschuss in die Schmiede gelenkt. Klappt doch alles im Moment wie gewünscht. So, erstmal nach alle Manne mit euch. Jetzt mal kurz gucken. Gucken wir doch mal. Zwei Runden, also eigentlich drei Runden, geben wir den mal zur Erholung. Vollkommen legitim. Und dann geht's auch schon weiter. Ein gegnerischer Stack. Oder ist das nur einzeln? Ein Streitkolbenträger. Damit könnte er schon nerven. Gefällt mir nicht, aber ich baue oder peitsche mal umgebaut jetzt die. Also doch erstmal in die Stadt mit den Typen jeweils. Dagegen sollte er auf jeden Fall keine Chance haben, wenn hier zwei Einheiten drin sind. Ja, das müsste eigentlich reichen. Man könnte jetzt sagen, war zwar bitter, aber kann ich mit leben. Bei 0,4 und... Hat doch alles
Geklappt. So, lassen wir die mal hier in der Stadt. Und gucken wir mal, wo noch Gegner sind. Ach, hier nur. Fällt doch alles unter Streitwert unter 2 Euro. Los geht's, Jungs. Ihr kommt jetzt mit quasi. Ich möchte jetzt nicht, dass er mir die Kühe hier abreißt, aber wenn, soll er quasi im Konter daran glauben müssen. Zurück zur Stadt, sehr schön. Trirem nerven. Aber egal. Borgiten wird unzufrieden. Ja, da kann ich eher weniger gegen tun. Leider das. Leider das. So, für 50 haben wir Überschuss. Normalerweise würde ich über ein Gerichtsgebäude bauen, aber ich muss ja auch ein bis zwei Triremen fertig machen für die Insel-Hops-Aktion, weil sonst könnte das sehr böse enden. Ne? Aber der Gegner scheint jetzt wirklich nicht angreifen zu wollen mit dem kleinen Stack dort. Ja. Erstmal da ein bisschen Happiness, ein bisschen zumindest. Aber der Gegner, das einzige Dumme ist halt, dass man jetzt Runde für Runde sich nur hinzieht. Deswegen, aber, ja. Wenn Havulti gefallen ist, kann ich meinen Stack eventuell auch einmal aufteilen und schneller vorrücken. Neue Religion. Soll ich das annehmen oder nicht? Nö, kann ich aber noch später machen. Aber wo habe ich mir das denn eingefangen? In Jeha. Eine Hügelstadt und er hat Armbrustschützen drin ohne Ende, also. Das wird bitter werden. Aber was erwarte ich auch bei einer Stadt mit dem Namen Kohaito? Na egal, schon mal nach Alemanne mit euch. So, Stadtverteidigung komplett weggebombt. Mit City Raider 3 komme ich mir schon auf 16%, aber noch nicht. So, für 69 Hämmer nehme ich den Überschuss und dann werden noch 2-3 Traps gebaut. Ja. Meine Hauptstadt ist unhappy. Kann man denn da gar nichts tun? Im Moment noch nicht so richtig mit verschieben. Naja, doch. Dauert zwar ein paar Ründchen, bis er da ist, aber gut ist. So. Ich muss noch warten, bis ich ein paar Einheiten verfügbar habe zum. Oh, was heißt, Opfern halt eine Runde warten, bis ich auch drauf werfen kann. Schickert. Oder Wilhelm Schickert in einem anderen Land. Na klasse. Da habe ich so viel von. Okay, die haben alle die gleiche Erfahrungsstufe, also macht keinen Unterschied. Kommt, Jungs. Snipe doch mal.
Das hat schon gut angefangen, aber kommt. Ja. Ich hab's doch gesehen, der kam doch nah und. So, die Gegner sind gut vorgeschwächt, bis halt auf den einen super langen Bogi da. Das heißt, den werde ich jetzt mal natürlich vorquetschen müssen. Jawohl. Ja, dass ich das nicht gewinne, war mir klar, aber. Ohne Witz, das ist gerade ganz, ganz bitter hier. Vor den Toren von Kohaito. Naja, die Einheiten dahinter dürften jetzt schon annähernd tot sein. Ja, gefühlt. 36,9. Das gewinnen wir zwar nicht, aber. Er ist. Jetzt denke ich mal endgültig. Genau, 87. Am Arsch der Gegner. Ivan der Schreckliche, großer General, wurde geboren. Alter! Ich hasse die Stochastik. Ist denn heute nicht Weihnachten noch? Also. Heute ist zumindest noch der zweite Weihnachtstag, also bitte. Gönnt mir doch auch mal hier einen recht einfachen Sieg. Oh nee, nee. Alter. Das fällt einfach runter. Das ist nicht mehr witzig. Aber im Endeffekt konnte Kohaito halt nichts mehr gegensetzen. Was ist denn da drin? Gerichtsgebäude und eine Schmiede stehen geblieben. Das ist doch ganz okay. Ein Sanitäter ist ja noch vor der Stadt gewesen. Das sollte okay sein und reichen. Ich habe doch, glaube ich, sogar noch einen General, ne? Also ich müsste zwei jetzt haben, ja. Wo ich sie nachher ansiedle, kann ich immer noch gucken. Für diesen Krieg brauche ich sie ja erstmal nicht mehr. Denke ich. So. Bauen wir hier noch vorher ein Trepp, dass wir noch hinterher peitschen. Strategie für Unhappy, glaube ich. Ja. Kann ich nichts tun. Fällt unter Shit Happens. Wobei, wie viel Unhappiness das hier eigentlich gerade? Na gut, hier ist ein bisschen doof zu gucken. Keiner will sterben. Wozu sind Kriege da? Das geht ja fast noch. Das mit der Tyrannei ist wohl noch das deutlich Schlimmere. So. Endlich haben wir wieder ein paar City Raider. Drei Leute. Axum ist geschrumpft. Verdammt. Ohne Witz, das ist jetzt echt verdammt, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ein Markt. Für wenig Überschuss, aber Markt ist ein Markt und ein Markt bringt auch Happiness. Kann ich mitleben. So. Und immer noch. Zack. Gut.
Damit hätten wir dann Monument, Handelsposten, Markt, Kolosseum, Akademie, Schmiede, Kornspeicher, Gerichtsgebäude. Die Stadt kommt schon gut aus dem Knick dann. Na gut, selbst wenn er alles drauf wirft jetzt auf da die Stadt, wird das nicht wirklich viel retten für ihn. So. Pop 1 ist zwar nicht schön, aber nehmen wir. Für den großen Überschuss. So, nehmen wir jetzt noch eine Trireme dazu. Ne, 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 nicht Pop 1. So verzweifelt bin ich dann im Moment dann doch nicht. Schon mal nach alle Manne mit euch. Quasi alle Mann nach alle Manne. Ja, ich weiß, der Wortwitz ist heute auf der Strecke geblieben. Der Gegner ist aber schon auf 2,6 Militärstärke gesunken, also. Warum man da jetzt eine Straße hinbaut, wird sich mir nicht erschließen so schnell. Kaserne oder Stadtmauer? Erstmal die Stadtmauer, weil darauf kann ich dann noch aufbauen und das Schloss bauen. Ja, ein Workboat kann ich wenigstens Pop 1 peitschen, nehme ich das halt einfach mal mit. So, dann ziehen wir jetzt doch auch mal nach Havulti und räumen dann dort hoffentlich endgültig auf. So, Pop 2 für 26 Überschuss immerhin. Naja, Pop 1 ist nicht schön, aber Libya ist eine Stadt, wo ich damit noch leben kann. Weil das ist ja meine Frontverteidigungsstadt, wenn man so will. Whatever. So, jetzt kann dieser Ross auch was anderes bauen. Im Moment brauche ich dort ja nicht mehr ganz so dringend die Triremen und so alles. Die kann ich alle noch hier in Alemann oder New Graf kurzfristig zusammenschrauben. Natürlich muss auch Havulti eine Hügelstadt sein. Wie könnte es auch anders sein? So, die gegnerische Verteidigung ist damit schon mal weg und komm. Ja. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr den da noch angesniped habt. Wenn ich jetzt mit City Raider 3 komme, habe ich schon mal 70%. Probieren wir unser Glück. 70% müsste ausreichen. Oh, Glück gehabt. Ich dachte gerade echt, der verliert. So, knapp 85%. Habe ich schon mal gesagt. Irgendwie, ich verliere gefühlt sehr viele 85% da gerade. Naja, egal. Es sollte so einen Tooltip geben, sowas wie, es gibt ja das eine hier, führe niemals Landkriege in Asien. Es sollte so einen Tooltip geben wie, fange niemals einen Kampf mit 85% an. Da ich ja sowieso noch einen zweiten Sanität habe, kann ich es riskieren bei 95. Und damit sollte auch Havulti Vergangenheit sein. Was ist hier stehen geblieben? Naja, sehr viel, wie ich sehe. Nicht wirklich. Und schon dürfte die Stadt unangreifbar sein für die Gegner.
So, mit O und mit S machen wir euch zu City Raider und geben euch noch die von ne. Gut, ziehen wir doch schon mal die Stacks zusammen jetzt hier aus. Ja, obwohl, die können sich mehr zurückerobern. Der eine ABS wird dann auch früher oder später aufgewischt. Gut. Dann heißt es jetzt noch mal kurz heilen hier in der Stadt. So, da ich nicht mehr dran glaube, dass der Gegner. Großartig aus dem Pushen kommt. Ziehe ich jetzt auch ein paar Einheiten aus Libya ab. Und fülle damit jetzt hier den Offensivstack auf. Jetzt heißt es einfach nur, so stumpf es klingt, diesen Krieg so schnell als möglich zu beenden, um von der KU runterzukommen. Aber zumindest noch muss ich das Ganze defensiv angehen. Also was heißt defensiv halt im Sinne von, ich kann mir noch keine Harakiri-Offensivverluste leisten. Leiden wird es dann wahrscheinlich auch schon treffen, aber. So, ich dürfte auch schon inzwischen genug Leute haben da zum. Inselhopping, dafür brauche ich ja wahrscheinlich keine Riesenstacks. So, damit haben wir auch Havulti aus der Revolte. Sehr schön. Was lassen wir denn hier? Einen davon. Und zwei davon, sehr schön. Bevor ich jetzt das Kupfer einzeln abknüpfe, werde ich einfach die beiden Städte noch erobern. Hier Massawa, Atwa, Fasil Gebi, die drei Städte, Entschuldigung. Und dann sollte sich das dann auch erledigt haben. So. Workboats sind nebenbei ja auch ganz nützlich, muss man mal so sagen. 74 Hämmer, die kann man gut im Kornspeicher wandern lassen. Na ja gut, solange ich im Wald bin, ist das nicht so clever, Junge. Ja, eine Triere können wir noch hinterher setzen, dann haben wir es aber auch. Die ABs werden mir definitiv nützlich sein, wenn ich dann nach dem Krieg die Ressourcen wieder anschließen möchte, muss, will, werde. Viel zu sagen gibt es eigentlich auch nicht hierzu. Es läuft eigentlich ganz okay im Moment. Sobald ich hier die Mainstacks der Gegner vernichtet habe, heißt es halt einfach nur. Die Städte des Gegners, aber das heißt nur noch die kleinen einzelnen Stacks, sowas wie die hier, ausräumen, während ich mich nach Westen bewege und dann das Inselhopping beginne. Die Stadt ist wenigstens nicht auf einem Hügel errichtet. Windustan ist auch unzufrieden. Judentum. Nein. Ich muss doch erstmal abwarten, was wo die vorherrschende Religion ist. So, dann gucken wir doch mal. City Raider 1 hat schon 56%. Er wird trotzdem sterben, aber er schlägt sich ja. Ungelogen. Das war tapfer, Junge. Der große General Horatio Nelson wurde in einem fernen Land geboren.
Ach ja. So. Nochmal einen normalen Cutter für allgemeinen Kollateral. Und er hat sogar noch einen rausgesniped. Supi. Und dann können wir jetzt auch schon bei 95% mal versuchen, die Tore von Massawa zum Fallen zu bringen. Aber eigentlich muss man, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das ja quasi ein. Warum Wald? Dann kann ich dem, wenn ich eventuell an den einen General anschließen, nachher Waldkampf 3 geben und noch Sanitäter 3, dann habe ich hier einen Mega-General, also Heiler-General in dem Fall. Ja, ist eigentlich ein Kampf auf Augenhöhe. Hier der Gegner das gleiche, was ich auch habe. Nur ich hatte einfach mehr davon. Anders. Kann man das eigentlich nicht sagen? Ich hatte nur mehr. Und das läuft eigentlich auch ganz gut jetzt. Das passt sogar von der Beförderung her gerade. Sehr schön. Und ah, da ist noch einer. Der ist aber auch schon nicht schlecht, Stufe 5. Also West Point ist jetzt noch nicht mal ausgeschlossen. Massawa. Ja, Gerichtsgebäude ist wichtig, Schmied und Handelsposten, Supi. So. Ein Sanitäter ist noch da, also kann ich schon mal rein in die Stadt. So, mein Ziel heute ist relativ. Okay. Ich habe die Welt kennengelernt. Warum auch nicht? Ja, Frieden. Offene Grenzen. Warum nicht? Ich gebe dir Reis. Was gibst du mir? Sehr schön. Karl der Große. Frieden. Offene Grenzen. Ich finde es schön, dass ich alle auf einmal kennengelernt habe, nicht? Also von daher. Wein, was gibst du mir? Färbemittel, sehr schön. Ansonsten habe ich jetzt direkt erstmal nichts zum Tauschen außer Marmor. Aber ich will keinen neuen Gold pro Runde draufzahlen für die Edelsteine noch nicht. Erstmal gucken, was die anderen so haben. Okay. Handel vorschlagen. Da sieht man auch immer schon schön, wer schon. Astronomie und sowas hat nicht. Ah, sehr schön. So. Stopp den Krieg mit Hatschepsut. Nö, halte ich mich noch raus. Aber ich finde das gerade wirklich. Okay, ich sehe gerade, der Buddhismus hat sich weltweit durchgesetzt. Es fällt mir sehr schwer, stumpf den Konvertierungsbutton zu finden. Von Anfang an natürlich sofort diesen Bonus mitnehmen hier von wegen. Selbe Religion. Und wir haben auch wieder für Frieden gesorgt. Sehr schön. Das Gute ist, jetzt ist mein Reich auch schon wieder relativ glücklich. Nicht komplett, aber relativ. Irgendwer war das doch noch. War das Hatsche? Irgendwer hatte noch was zum Tauschen. Na, er war's. Jetzt will er auf einmal schon 13 Gold plus Marmor haben. Na naja, gut, dadurch sollten Städte happy sein und arbeiten etc.
Meine Städte sind happy, ich kann mich nicht beschweren. Boah, da habe ich sogar mal Glück gehabt. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Und habe trotzdem gewonnen. Okay, Karl wird Karten handeln. Das ist natürlich ein Angebot. 575 Gold. Das ist schweineteuer, aber. Dafür bekomme ich einen Eindruck von der Welt. Und da die alle buddhistisch sind, scheint er auch alle abgeklappert zu haben. Yo, ho, 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 ho. Gucke ich mir dann am Ende des Turns jetzt nochmal in aller Seelenruhe an. Also die Welt. Aber wir machen jetzt schon 52 Gold pro Runde plus durch die zusätzlichen Happiness-Ressourcen. Das lohnt sich doch schon. Gut. Topasala. Ich muss sowieso nach Ende des Krieges erstmal hier alles auf Kommerz umbelegen. Das ist ja schlimm, sowas. Ja, ich glaube, ich habe noch das Kolosseums-Quest offen. Zwar habe ich nicht die. Ihr wisst schon, das eine Ding halt, die Zeusstatue, aber. Ja. Man will ja nicht wählerisch sein. So, Jungs. Ich hoffe, dass eine Einheit reicht als Verteidiger und dann ab nach Fazil-Gebi. Wobei, ich habe irgendwie nicht so das rechte Vertrauen, dass diese Einheit ausreichen wird. Irgendwas sagt mir, dass das nicht reicht. Karl hat bewiesen, dass die Erde rund ist. Wahrscheinlich wegen meiner Karte jetzt. Na, aber na. Na, Pech gehabt. Aber egal. Ich muss zugeben, ich habe hier auch von der Karte sehr viel gehabt. Von daher. Hoffen wir mal, dass er jetzt keine Chance nutzt bei Massara. Er hat ja immerhin nur noch Fazil-Gebi und. Adwa auf dem Festland. Konfuzianismus, Triad wurde gegründet. Wir sind schon relativ weit zurück, 1200 nach Christus, aber unter normalen Umständen müssten wir es sogar noch aufholen können. So hypothetisch und so. Weil wir genug Land haben. Und wie wir ja schon so schön und oft gelernt haben, Land is Power. Ich hoffe, dass es auch genug Power ist. So, Jungs. Mein Türöffner hat einfach mal Hallo gesagt. Okay, 73% ist mir doch ein bisschen zu wenig. Was auch krass zu sehen, was City Raider 1 zu City Raider 3 als Unterschied macht. Stadt untersuchen, Handelsposten, na klasse. Na egal. Jetzt wird auch nicht mehr Rast gemacht. Jetzt heißt es, wir ziehen weiter nach Adwa. Denn wer rastet, der rostet. Zwar schade, jetzt den Sanitäter da zu lassen, aber egal. Das Dumme ist, dass ich mir jetzt überall Religionen einfange, ob jetzt gewollt oder nicht. Dummerweise ist es nicht der Buddhismus, den ich gerne hätte. Na egal. Ich muss sowieso mal gucken, ob ich nach dem Krieg nicht erstmal statt Feudalismus Orgrelli forsche. Damit ich den Bonus mitnehmen kann fürs Gebäude bauen. So. Das ist eine Hügelstadt wieder mal. Na, Hallöchen. Aber zum Glück hat mein Trepp.
etwas Vorarbeit geleistet. Gut, er hat keine Beförderung, aber immerhin, komm. Wie gesagt, die letzte Festlandstadt Treps kann ich ja noch nachbauen. Das ein oder andere. So. Bei 28% sehe ich so aus. 73,8, das ist nicht mal gut. Ach was, das sind keine 85, das gewinne ich. Die einzige Grundregel: kämpfe niemals bei 85. Jawohl, und damit haben wir auch Adwar erobert. Aber irgendwie ist Adwar noch ziemlich leer. Aber egal. Adwa wurde erobert. Ich wiederhole mich da gerne und oft und kann jetzt erstmal alle Linien löschen machen. Denn der Gegner wurde quasi fast komplett annihiliert, wenn man so möchte. Wie flattern noch? 6 Städte. Und ich sehe gerade mal 2. Kaska, nee, doch Kaskasse. Zähler. Wahrscheinlich, wenn ich von dem Kultur ausgehe, auch hier. Haben wir schon mal 1, 2, 3. Hier nicht, dann hier Kultur. Das heißt, hier hat er wahrscheinlich dann noch ein paar. So, das heißt, ich werde jetzt auch dann demnächst, während ich mit dem Stack, den ich jetzt noch hier habe, vor Ort war, hier die 2, 3 Gegner vernichte, die es noch gibt. Genau, diese hier. Werde ich dann mit den Trieren und Triremen aus Orkenville, Alemannia, New Graf, mal langsam hier nach unten ziehen. Oh, hier scheint auch noch Kultur zu sein vom Gegner. Das ist doof, da komme ich kulturell ja gar nicht hin. Na egal, also wird es wahrscheinlich keine komplette Vernichtung werden. Aber selbst wenn der Gegner noch ein oder zwei Städte hat und ich muss Frieden machen, ist der gute Äthiopier trotzdem gearscht. Ganz einfach. Er hat den Taoismus angenommen. Das wird ihn früher oder später so oder so das Leben kosten. Dann gucken wir uns doch mal unsere nähere Umgebung an. Die Russin, Katharina, die schmerzhafte und die nervige. Ja, die hat sich reichlich Land sichern können, sehe ich das mal richtig. Ja. Und das scheint noch nicht einmal besonders schlecht zu sein. Na gut, hier unten ist mal gerade gar nichts bei Brujansk und Jakutsk und Twer. Aber ansonsten, gerade hier, wo sie jetzt. Nicht, also hat sich schon ganz gut gelohnt. Hatschepsut ist im kleinen Sommerwunderland gelandet, also die hat ja echt alles da. Hatschepsut sag ich schon, klug. Der heilige Römer. Aber er hat alles, aber kein Land. Denn er ist auch zwischen zwei Kreativen eingeengt. Da oben Sumer, hier unten Cathy. Das ist natürlich böse für ihn. Na ja gut, der Sumer hat es aber auch nicht wirklich gut, ne? Also dieser Kontinent ist echt mal bitterböse eng. Also die Russin steht da noch deutlich am besten da, gefühlt. Ah, Saladin. Ist das ein Buchstabe hier, oder? Ich guck mal kurz. Ne. Sieht mir nicht nach einem Buchstaben aus, aber egal. Der hat schon echt mal ein großes Stück vom Kuchen sich abgeschnitten, der gute Saladin. Der ist jetzt auch nicht so schlecht, muss mal gucken. Perser und so, wie sich die halten. Und dann sind wir hier auch schon beim Inka und dem Khmer. Zu denen wir ne, keinen Kontakt haben können. Ohne Karawelle rein theoretisch. Naja. Rajavihara ist aber auch echt so ein Cockblock, muss man mal sagen. So richtig mies. Ich muss da so an Kuhaito aus dem Empire-Spiel denken. Eine Stadt, um sie alle zu binden, damit man keine vernünftige Stadt mehr gründen kann dazwischen. Egal. So. Einmal grob die Welt gesichtet. Ich denke, damit kann man schon leben. Wir haben den Krieg so gut wie gewonnen. Jetzt heißt es nur noch 2, 3, 4, 5, 6 Inselstädtchen aufrollen. Ich denke mal, so 3 bis 4 davon
dürften auch für uns ohne Kulturbrücke zu reichen sein. Und dann, selbst wenn er da noch ein bis zwei Städte hat, machen wir trotzdem Frieden. Wen interessiert's? Früher oder später wird er fallen. Was die Forschung angeht, muss ich mal gucken, ob ich eventuell noch umschwenke in Richtung Monotheismus. Das müsste ja rein theoretisch irgendwie ziemlich zügig drin sein, genau. Nur mal so rein hypothetisch gedacht. Weil mit Monotheismus könnte ich bestimmt jetzt die ganzen Gebäude, die ich noch bauen möchte, Schmieden, Gerichte, Märkte, eventuell sogar Kolosseen oder Schlösser schneller bauen. Plus, ich hätte die Möglichkeit, überall in den buddhistischen Städten Missionare zu bauen, Schrägstrich zu peitschen. Also, ich bin ganz ehrlich, mein Forschungsweg wäre jetzt erstmal ganz definitiv Monotheismus. Und danach muss man spontan mal gucken. Man könnte entweder auf den Astroweg gehen und sagen, die Astrohandelswege retten mich. Oder man geht halt auf Feuer bis Gilden und Banken und sagt, Multiplikatorgebäude retten mich. Normalerweise bei viel Land, so wie ich es jetzt habe, würde ich wahrscheinlich den Bankenweg gehen. Aber je mehr ich drüber nachdenke, der Astroweg ist wahrscheinlich auch zielführend. Und wenn man dann noch vorher noch ein paar Häfen baut, wird das wahrscheinlich auch halbwegs gut klappen. Schreibt mir einfach, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch ansonsten noch einen frohen Rest Weihnachtsurlaub, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann 2015, wenn es wieder heißt Puck und der Wikinger. Eine unendliche Geschichte. Bis denn.